nicht die Treppe hochgehen, weil ich möchte noch nicht jetzt diesen Überblick verlieren einfach. Ich gehe jetzt zurück, gehe wieder zum Saal, zum Essenssaal. Und dann gehe ich wieder zur Haupthalle und gehe dort mal oben hin und guck mal, dass wir hier oben eine Etage höher im Esszimmer kommen. Weil da gibt es ja auch noch einiges zu tun, weil dann hätten wir das Esszimmer zumindest schon mal abgehakt. Das wäre ja schon mal nicht verkehrt. Schnell gucken mit Nachladen. Ah, okay. Ist auch wichtig, nicht, dass wir dann vor einem Zombie stehen und verkacken. Ja. Nun komm schon, Baby. Schnell mal hier hoch. Und theoretisch müsste das ja dann hier hinten sein. Was ist hier? Na, das ist bestimmt die große Tür. Gehen wir mal in der großen Tür rein. Ah. Seht ihr schon, warum? Oh, shit. Shit. Ich wollte gerade sagen, irgendwas ist doch hier. Irgendwas ist doch hier los. Verdammt. Ganze Muni wieder verballern hier. Stell mal mit dem Messer hinterher, ey. Tot? Tot. Ah, schade, schade, ey. Schon wieder Hälfte der Munition verballert hier. So ein Mist. So ein Mist. So, die können wir jetzt hier runterstoßen. Oh. Da ist die Grafik aber schon ein wenig schwammig von dem Teil. Naja. Naja. Haben sie teilweise nicht so viel Mühe gegeben. Ein Buntglasfenster. Das Muster in der Mitte erinnert an eine Frau. Die Frau in Schwarz. Was gibt's hier? Ein Dolch. Sehr gut. Ausgerüstet, ja. Yes. Wie viel Leben haben wir noch? Immer noch grün. Sehr gut. Immer noch grün, so wie es sich gehört. Gehen wir mal hier rein. Ist von der anderen Seite verschlossen. Hier, die Tür ist verschlossen. Ein Schwertsymbol. Dann gehen wir mal kurz runter und holen mal das Juwel, was die Statue in der Hand hatte. Holen wir uns das kurz mal. Schwuppdiwupp sind wir wieder im Esszimmer. Da liegt sie. Gucken, was das hier ist. Blauer Edelstein. Mitnehmen, natürlich. Gucken wir gleich mal, ob es da irgendwas Interessantes zu sehen gibt bei dem. Oh, wir brauchen dringend eine Truhe. Wir brauchen dringend eine Truhe. Ansonsten können wir nichts mehr mitnehmen. Wunderbar geschnitten und auf Hochglanz poliert. Blauer Edelstein. Unten vielleicht irgendwas? Ne. Nichts. Okay, hier haben wir nichts. Dann gehen wir mal hier hoch. Ah, der Zombie irritiert mich, ey, wenn der da immer noch liegt. Gibt es immer noch keine Munition? So, wieder zurück. Hier gibt es nichts mehr zu holen. Hier haben wir alles genommen, gehe ich mal davon aus. Ja, dann gehen wir einfach mal hoch, Leute. Dann gehen wir einfach mal hoch. Aber vorher noch mal kurz nachladen. Sicher, sicher.
Vorsichtig, immer auf Geräusche achten. Man hört es ja, wenn hier Zombies sind. Ich weiß nicht, was mich im nächsten Raum erwartet. Kurz mal horchen. Ah, da liegt schon ein Zombie. Vielleicht mal mit dem Messer drauf einstechen. Ich befürchte Schlimmes. Scheint aber tot zu sein. Shit. Von wo kommt der? Kann ich dem Spiegel trauen? Kann ich dem... Da steht er. Ah. Nicht schlecht. Echt cool. Im Spiegel sieht man den. Tot? Ich glaube schon. Oh, shit. Jetzt aber. Tot? Immer noch nicht tot? Ich hole mal lieber das Messer raus. Steche ein paar Mal drauf ein, um sicher zu gehen. Aber ich glaube, er ist tot. Die zwei Schüsse hat er nicht überlebt. Irgendwas beigehabt. Oh, da hinten glänzt irgendwas. Das hat man in der Originalfassung wahrscheinlich nicht gesehen, hier dieses Glänzen. Ah, ich kann nichts mehr tragen, ey. Wie tragisch. Munition. Muni geht immer. Ich darf natürlich nicht den Überblick verlieren, wo wir hier sind. So. Bin jetzt hier. Hier komme ich wahrscheinlich nicht weiter, gehe ich mal davon aus. Ist von der anderen Seite verschlossen. Ah, sie haben die Tür aufgeschlossen. Gehen wir mal rein. Schauen uns die Geschichte hier drinnen mal an. Ah, sind wir wieder hier. Okay. Sind wir wieder hier? Dann gehen wir mal zurück und gehen mal gerade weiter. Also nicht rechts, wo wir eben gerade abgebogen sind, sondern geradeaus. Das können wir noch nicht mitnehmen, den Pfeil. Man muss hier verdammt aufpassen, wo was liegt. Man übersieht so leicht gewisse Sachen. Der anderen Seite verschlossen. Vielleicht liegt hier noch was drauf. Nee. Der Zombie hier gefällt mir nicht. Der Zombie. Nein, nein, nein. Das kann ich doch eh nicht mitnehmen, oder? Nee. Der Zombie hier gefällt mir nicht. Das ist doch so ein. Naja, hoffen wir mal, dass er nicht aufsteht. Hoffen wir mal, dass der Kollege kein Lebenszeichen mehr von sich gibt. Allerdings glaube ich, wenn der dort einfach nur so rumliegt, wird er schon irgendeinen Sinn haben. Die Stelle hier kenne ich auch. Da brauchen wir quasi einen Ersatzschlüssel, weil wenn ich den Schlüssel jetzt runternehme, kommt da vorne dieses Sägedings da angefahren. Dieser Ritterkopter angefahren und versucht mich aufzuspießen. Und wenn ich da nichts reinlege in diesem Ding, wo jetzt der Schlüssel drin liegt, kann ich das nicht mehr stoppen. Also ich gehe dann drauf. Und ja, deswegen müssen wir erst irgendwie einen Schlüssel finden oder so, der dort reinpasst. Einen Schlüssel, den wir nicht gebrauchen können. Also hier kommen wir nicht weiter, denn wir haben nämlich keinen Schlüssel. Dann gehen wir mal wieder zurück. Wo gehen wir jetzt lang? Wo gehen wir jetzt lang? Der böse Zombie da unten. Also da kommen wir nicht weiter. Und links kommen wir auch nicht weiter. Unten waren wir überall. Dann können wir nach unten zu so einer Küche gehen, wo ich weiß. Gehen wir hier mal zurück. Die Kamera Sicht ist manchmal ein bisschen blöd. Aber ansonsten ist es ganz witzig. So.
Zombie steht hoffentlich nicht mehr auf. Kommen wir auch noch nicht rein. Aber hier unten kommen wir jetzt bestimmt rein. Denke ich. Hoffe ich. Nicht betreten. Hier runter. Das nochmal nachladen. Auch verschlossen. Alle verschlossen. Das heißt, wir kommen jetzt hier gar nicht weiter. Oben in die Tür kommen wir auch nicht rein. Also müssen wir hundertprozentig auf die andere Seite irgendwas machen. Hundertprozentig auf die andere Seite gehen. Hier unten? Was war hier unten? Ich glaube, ein Rüstungssymbol, oder? In der Tür. Sind wir auch nicht reingekommen? Oh. Da gehen wir lieber nicht rein. Ich glaube, da gehen wir lieber nicht rein. Mensch, und hör auf hier. Also gut. Schnell raus hier. Schnell weg. Denn dort hinein habe ich keine Lust. Die Tür ist verschlossen. Da waren wir drinnen. Also können wir eigentlich bloß noch hoch und dann rechts. Obwohl, warte mal. Hier kommen wir wahrscheinlich auch noch nicht rein. Doch! Hier kommen wir jetzt rein. Ich habe Angst. Das kenne ich nämlich auch noch nicht. Ich höre irgendwas. Ich brauche eine Truhe. Ich brauche unbedingt eine Truhe. Wo ich was hinlegen kann. Muss mal schauen, was es hier gibt. Wo finde ich eine Truhe? Von der anderen Seite verschlossen. Wenn ich hier lang gehe. Gibt es bestimmt ein paar Sachen zu finden. Da. Schrotmunition. Kann ich auch noch nicht. Dann mal hier gucken. Was ist hier los? Ein Grabmal mit dem Bild eines Engels. Hier ist eine Einbuchtung in Form einer Pfeilspitze. Ah! Kann es vielleicht sein, dass ich da diesen Pfeil reinmachen muss? Den wir nicht aufheben konnten gerade? Egal, gehen wir erstmal wieder zurück. Gucken wir, dass wir eine Truhe auftreiben können. Dass wir zumindest mal ein paar Sachen ablegen können. Denn ansonsten kommen wir hier nicht weit. Vielleicht da hinten links in der Kleintür? Kann man da rein? Andere Seite verschlossen. Dann bleiben bloß noch die Türen hier. Andere Türen bleiben nicht. Die Tür ist auch verschlossen. Ein Rüstungssymbol. Dann bleibt bloß noch diese Tür. Die ist auch verschlossen. Moment mal. Also hier habe ich alles gecheckt. Wenn ich dort links gehe, kann ich die Treppe hochgehen. Will schon rechts die Treppe hoch? Geht da rechts eine Treppe hoch? Ach so, das ist jetzt hier oben. Irgendwie. Da komme ich doch nicht weiter. Warte mal, warte mal. Kleine Vorahnung. Hier war doch auch noch ein Raum, wo wir vorhin nicht rein sind oder weiter sind. Vielleicht hier? Was gab's hier nochmal Schönes? Der hier hinten. Die Tür ist verschlossen. Ein Schwertsymbol.
Ich guck noch mal hier rein, vielleicht gibt es hier noch irgendwas. Oh, die Zombies bleiben anscheinend liegen. Nee. Mm-mm. Ja, wo kann ich dann hin? Also gut, hier habe ich alles. Und hier unten müssen wir irgendwas einsetzen. Irgendwas Dreieckiges. Sind achteckige Einbuchtungen. Da habe ich natürlich jetzt nichts. Igelstein bringt mir höchstwahrscheinlich auch nichts. Also irgendwie muss ich woanders hinkommen. Ich finde aber auch nichts. Warte mal, wenn die Beine. Was war denn hier? Irgendwas konnte man hier mal mit der Uhr machen. Das geht nicht. Und was war hier? Ein Bild von zwei Rittern im Kampf. Das kurze Schwert steckt in der Brust des einen Ritters. Das lange Schwert hat den Kopf des anderen durchbohrt. Das war, glaube ich, auch irgendwas. Was war hier nochmal drauf? Muss nochmal prüfen. Aufgrund der wiederholten Einpassung ganz abgenutzt. Keine besonderen Merkmale. Größer. Okay. Das geht auch nicht. Also gut, hier ist nix. Dann gehen wir noch mal. Warte mal, warte mal. Ah nee, hier muss ich glaube ich ein anderes einsetzen. Aber wenn ich das noch mal hier reinsetze, hört die Uhr nicht das Ticken auf. Wenn die beiden einander erstochen haben, das kann doch nur das hier sein. Aber ich habe momentan noch nichts, was ich damit machen kann. Nehme ich erstmal mein Emblem wieder. Das baue ich sicherlich an anderer Stelle. Und dann gehen wir hier nochmal rein. So. Wo gehen wir jetzt lang? Wir sind dort. Rechts kommen wir nicht lang. Hier kommen wir auch nicht lang. Also bleibt uns eigentlich bloß noch der Weg hier. Da bleibt uns bloß noch der Weg. Da oben können wir auch bloß durch diese Tür. Mir fehlt irgendwie dieser rostige Schlüssel, den wir da brauchen, um hier oben weiterzukommen. Großer Vogelkäfig. Hier gibt's nichts. Oben kommt man auch bloß hier durch. Dann geht's geradeaus nur da, wo ich den Schlüssel brauche. Und rechts rum. Hier rechts muss ich irgendwo rein. Ich glaube, ich habe zu viel im Inventar. Also ich glaube fast, dass ich mit diesen Inventarplätzen jetzt nicht weiterkomme. Ich muss, glaube ich, irgendwas. War die vorhin schon offen? Sind wir da vorhin reingekommen? Ja, die haben wir aufgemacht. Ein Schwertsymbol. Dann wären wir wieder hier. Aber hier gibt es ja auch nichts. Auf der Seite vielleicht irgendwas? Nee. Also gut, ich glaube, ich nehme eine so eine Pflanze mal. Dann können wir hier diesen Pfeil mitnehmen.
Goldener Pfeil. Kurz mal untersuchen. Es könnte auch sein. Die Pfeilspitze sieht aus, als könnte man sie abnehmen. Ah. Die Pfeilspitze besteht aus Peridot, das wie Smaragd aussieht. Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Allerdings habe ich trotzdem wieder keine Truhe zum Speichern. Ich glaube, der kürzeste Weg ist jetzt, wenn wir hier lang gehen. Wieder keine Truhe zum Speichern. Aber dann gehen wir erstmal kurz speichern, Leute. Also die Pfeilspitze muss ich dann auf jeden Fall hier reinmachen. Da muss ich dann dort reingehen zum Friedhof. Und da kann ich dann die Pfeilspitze reinmachen. Dann hätten wir das schon mal. Oder hier bei dem Bild. Kann man hier bei dem Bild vielleicht irgendwas machen? Nee, ich habe jetzt bloß noch die Pfeilspitze. Die muss ich auf jeden Fall da... Die muss ich auf jeden Fall... Ja, und hier fehlt mir ein Stück von einem Schwert, fehlt mir hier. Was ich da einsetzen muss. Ach, falsch. Ein Stück von einem Schwert fehlt mir da. Wahrscheinlich so ein kaputtes Schwert oder so brauche ich da.